all der Winter, die in diesen Tagen aufgebrochen sind, um ihr zum Fest des heiligen Liborius mit ihrem Dank, ihrer Bitte, ihren Fragen und Sorgen anzukommen und so auch in den Spuren unserer Vorfahren weiterzugehen. Ja, und dabei ist es so, dass gerade unsere Schwestern und Brüder in der Diaspora-Situation eine Heimat des Glaubens brauchen, dass sie behütet sind, dass sie bedacht sind im Gotteshaus und auch von dem die Zusagen bekommen, der uns behütet auf den Wegen unseres Lebens. Besonders freue ich mich, dass wir die Schwestern aus Kaukra, aus Trondheim, oben im hohen Norden von Norwegen begrüßen dürfen und uns diesen Ausdruck auch ein besonderes Zeichen